Mein Mann treibt es mit jeder Dahergelaufenen. Mein Ruf. Und ich kann den Mistkerl nicht verlassen. Bitte, lasst ihn mein Ungemach spüren. Tut mir leid, ich bereue. Ich gehe sofort nach Hause. Ich schwöre. Bravo, bravo. Jemand muss ihn aufhalten. Da! Ich sehe ihn nicht mehr. Ihr seht blass aus, Freund der Wache. Ich sehe ihn! Lass ihn! Ja, euch das Hose, was? Jetzt zeigt sich, aus welchem Holz ihr wirklich seid. Gott segne euch. Jetzt aus dem Topfwinkel! Packt ihn jetzt! Pazienza, ragazzi! Das ist mein Geläuf. Hier kann ich jeden abhängen, aber ein kleines Vögelchen zwitscherte mir, dass ihr gut seid. Könnt ihr es beweisen? Haltet ihn auf! Sofort! Ich sehe ihn nicht mehr. Hingerichtet, ehemaliger Rektor, muss das jährliche Fest im großen Saal abgesagt werden. Weiter siehst du den Helden? Thank you.
Congratulazione! Dieses Mal warst du sicher beeindruckt. Das war schnell. Ich könnte es besser. Jeder könnte das. Scusate, ich suche nach dem Boot nach Venedig. Ihr seid fast da, Freund. Seid ihr sehr in Eile? Nicht unbedingt. Helft uns, einen Streit zu schlichten. Ich wette, dass der erste Fremde, der vorbeikommt, den Kurs schneller bewältigt als er. Das wäre dann wohl ich. Und wenn ihr recht habt, was gewinne ich? Vielleicht eine private Reitstunde? Leiht mir ein Pferd. Wo sind die anderen hin? Nach Hause mit eingezogenem Schwanz. Sie sind keine guten Verlierer. Gut gemacht, Messere. Nenn mich Ezio. Übrigens habe ich noch Zeit für die Reitstunde. Wäre mir ein Vergnügen, Ezio. Nenn mich Amelia. Bedenkt auch, wenn ihr ein oder zwei mehr Tryptychons kauft, gebe ich ein Fresko für... Kommt, Freunde! Diese neuen Minen... Beehrt mich wieder, wenn ihr wieder hier seid. Der spinnt doch. Na, wenn das kein lustiger Abend... Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Könntet ihr das für mich überbringen? Es muss schnell gehen, aber es gibt eine Belohnung.
gesagt werden. Ich habe dich. Na? Von meinem Land! Gerade letzten Monat kaufte der Burggraf 300 meiner feinsten Säbel. Was soll das? Man sagt, dass ihr oft einfachen Bürgern helft. Dürfte ich euch bitten, meinem ehebrechenden Trottel von Ehemann etwas Anstand einzuprügeln? Der kommt mir bekannt vor. Guter Gott, lauft! Nieder mit dir, nieder mit dir! Ja, sie hatte recht. Ich bin ein Scheißkerl. Ich gehe nach Hause. Kommt ihr ausschließlich Meisterwerke der Schmiedekunst?